Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Driving Home und let's start the game. Ja, es war Donnerstag, der 16. November. Ja, ich habe bis spät noch gearbeitet und ich fuhr nach Hause. Ja, die Mucke ist ja schon ja mega geil, so schön 80s-Style irgendwie. Es war wieder ein harter Tag im Büro. Meine Fresse, dieser blöde Tussi von Nehmann. Geht mir so auf den Sack mit ihrem Scheiß. Willst du noch einen Kaffee? Willst du noch ein Schnittchen? Willst du noch ein Bier auf das Brötchen haben? Und ich habe einfach keinen Bock darauf. Ich will jetzt einfach nur nach Hause fahren und einfach nur Twitch anschmeißen und Benny und Steve dabei zusehen, wie Steve ständig bei Alien Isolation verkackt. Naja, okay. Aber ich fahre trotzdem erstmal mit 30 hier nach Hause. Das ist gar kein Problem, weil ich fahre nachts durch den Wald und da fahre ich immer nur 30. Ja. Sportwagen. Wunderbar. Schön hier. Das ist einfach toll, ziemlich weit draußen zu wohnen. Hier eine wunderbare Steinsformation. Schön hier. Schön. Ich hab's einfach gut. So, er fährt aber wirklich nicht schneller. Ja, ich fahr auch mit auf der Straße. Ja, wir sind vielleicht auch in England. Who knows? Ne? Wer weiß. So, da fällt mir ein, vielleicht sollte ich mal wieder, keine Ahnung, Pilze sammeln gehen oder so, oder meine Wäsche zusammenlegen. Das Leben ist kurz. Was ist das? Oh nein, ich habe nicht getankt. So ein Scheiß. Na gut, dann fahre ich noch ein bisschen mit Rückenwind und lass einfach rausrollen. Vielleicht ist mein Haus ja da vorne, aber natürlich geht auch die Batterie flöten. Was für ein Scheiß. Vielleicht hätte ich nicht das Auto beim letzten Hinterhof-Idioten kaufen sollen. Naja. Aber während ich fahre, starte ich noch mal zusätzlich die Zündung. Einfach, um den Motor ein bisschen kaputt zu machen. Wer weiß. Aber das kenne ich von Steve so. So fährt er halt. Na, ich bin ja sprachlos. So. FU/Light. Wunderbar. So, es wäre tatsächlich wirklich eine geile I tried to using my phone, but didn't get any signal. Ja, wen erwartet? Du bist in Deutschland wahrscheinlich. Was natürlich ein richtig geiles Ding wäre, wenn jetzt so das Alien aus dem Wald kommt. I decided to follow the road until I found the gas station. Alles klar. Gut, okay. Darfst nach Hause stecken und schieben. Es war eine wunderschöne Nacht. Der Mond schien hell. Und ein Geisteskranker mit der Kettensäge verfolgte mich durch den Wald. Aber das war mir egal. Es war Freitag und ich hatte ein wunderbares Wochenende vor mir. Eventuell Füße hoch, vielleicht Netflix. Ja, vielleicht auch einfach nur die Morgenlatte schauen. Mit Martin. Und Liz, wer weiß. Mein Gott, ist das eine endlos lange Straße. Und ihr wisst ganz genau, solltet ihr nachts auf einer Straße unterwegs sein, solltet ihr immer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sein, damit ihr seht, wer von vorne kommt. Und damit ihr gesehen werdet. Was haben wir hier? Oh, was ist denn hier? Moment, wir sind fast dran vorbeigelaufen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein tolles Anwesen hier? Dave, muss los. Ah, oh, Dave, mach's gut. Bis morgen, schön, dass du da warst. I saw your house. Ja, and that's it. So, was haben wir hier? Haben wir ein Audi A3? Wunderbar. Können wir machen. Press E to knock on the door. Knock, knock, knocking on. Hello? Is anybody there? Hillbilly Home. Flieht, ihr Narren! Absolut. Gandalf-Style. So. Können wir vielleicht irgendwie durch die Fenster rein? Oh, was aber. Ja, wir sind hier der Psycho, Alter. Wir stehen hier am Haus und leuchten drin hier. Hallo, sieh mal da. Ja. So, okay, alles klar. Ach, so ein tolles Esszimmer. Wunderbar. Ich werde mal auf jeden Fall gucken, was im Kühlschrank noch liegt. I saw a back door, which was open. Really weird. Alle klar. Du hast eine Hintertür gesehen, die war offen. Das kam dir sehr komisch vor. Mick, mick, me. Maybe find the telephone to call help. Das wäre schön. So, aber vielleicht lass mir erstmal eine schöne Wanne ein. Ne? Wunderbar. Oder einfach, wie assi wäre denn das irgendwie tatsächlich? Du bist in so ein fremdes Haus und lässt erstmal direkt ein Geschenk da. Das wäre doch also. Ach. Nee. Also ich würde es blöd finden. So muss man mal so sagen. So. Schön hier.
Ah, guck mal hier. Press E. B setzt. Hm. Das ist doof. Okay, alles klar. Hello? Unfortunately, it didn't work. Also, warum gehen denn alle Türen in meine Richtung auf? I thought maybe the house could be have some fuel in the garage. Ja, wir können also mal gucken, ob wir ein bisschen Benzin in der Garage finden. Was haben wir hier? Sunniest day today? Ne? Was ist das? Wusch, wusch. Können wir zoomen? Nein, wir können nichts. Ach. Das ist schön hier. Es wäre toll, wenn das mein Haus wäre, aber es ist es nicht. So, was haben wir hier? Oh. Ein Schlüssel. Schade, wir können ihn nicht nehmen. Oder teuflisch wie ich bin, wirklich einfach den Wecker verstellen. Ach, schön. Die Schuhe zusammenbinden. Teufelskalk. So. Ja. Ach, schön. Hier ist ein Schreibtisch, wo er nochmal sich hinsetzt und Musik hört. Das ist schön. Kann man machen. So, hier ist die Eingangstür. Nothing goes. So, ja, kennen wir wahrscheinlich auch alle von uns zu Hause, ne? Im Keller haben wir immer offene Lackdosen zu stehen. Oh, 2 Stück davon. Macht man halt so. Ist halt so Deckel drauf. Ach, hör da auf. Hör da auf. Okay, verstehe. Ah, die Garagentür war verschlossen. Ich need to find the key. Alles klar. Ich hab ne Ahnung, wo er sein könnte. Ja, mach ich nämlich auch immer so, dass ich aus meiner Garage den Schlüssel auf das Nachttischlein lege. Mich hier gleich am nächsten Tag nehmen kann. Unlock the garage door. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier schon wieder für eine Scheiße abgegangen, Alter? Oh, müssen wir hier etwa zensieren? Could this be? I took the fuel tank and decided to leave fast as possible. Alles klar, ich habe, ja, Benzin geschnappt und verpiss mich so schnell. Alter, so schnell wie möglich. Ach, hier hat sich New York Steak gemacht. Wunderbar. Schön. Vielleicht ein Entricot. So, jeg doch. Hulk ab. I start running to my car like madman. So, schön, dass er jetzt rennen kann. Vorhin hätte er mal rennen können. I swear I felt like something was following me. Echt? Once I get to safety to my car, I'll fuel it and then drive away. Irgendwas sagt mir, dass das vielleicht nicht funktioniert. So, ja, aber man stelle sich halt mal vor, ne? Irgendwie, du bist halt da am Start irgendwie und dann kriegst du und findest du alle da irgendwie, sieht das aus wie 500 Gramm Hackepeter da in der Garage. Was machst du? Nimmst du auch die Beine in der Hand, wa? Und weg. So. Was haben wir denn? Und können. Oh, das war ja ein verrücktes Abenteuer. Hat ja noch funktioniert. Nice. Hallo, ich würde erstmal laut durchs Haus rufen. Ich nicht. Würde einfach schreien. Oder nicht schreien ist ja falsch. Mich irgendwo hinsetzen und dann. Bewohner. Ja, okay. Schweig weiter. Schön. Okay, na, das war ja mal eine schöne Sache jetzt hier. Toll. Das ist ein tolles Abenteuer hier. Was? Würde mich fast im Sprung verstecken? Ja. Das kann man machen. Unterm Bett irgendwo. Schön. Oh. Okay, ihr Lieben, das war Driving Home. Wenn ihr Lust habt, irgendwie, lasst bei dem Video einfach einen Daumen nach oben da.
Du glaubst, ich bin nicht allein. You are not alone. Ja, nee, wenn ihr wollt, irgendwie lasst einen Daumen nach oben da irgendwie. Wenn ihr wollt, unterstützt den Kanal, helft ihm zu wachsen und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.